Ratet mal, wo ich jetzt bin. Ich bin bei MSI und wir zeigen euch die neuesten Sachen, die es so im Gaming-Bereich gibt, Komponenten und so weiter und so fort. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hier sind wir beim ersten Highlight. Von vorne sieht das System vielleicht noch gar nicht so besonders aus, aber wenn ich es gleich umdrehe. Project Zero nennt es sich. Es besteht im Endeffekt aus diesem Gehäuse und diesem Mainboard, was man an der Seite sieht. Das hat nämlich eine Besonderheit und die ist besonders für Leute wie mich, die Cable Management hassen. Richtig, richtig cool. Die Anschlüsse sind nämlich alle auf die Unterseite des Mainboards verdreht. Ihr seht hier die Kabel für Strom, für die Poweranschlüsse und so weiter und so fort. Und das bringt nicht nur einen Kabelmanagement-Vorteil, das wird also alles ganz sauber auf der Rückseite, sondern euer Bild hier vorne sieht natürlich auch richtig clean aus. Ist natürlich ein Konzept, was im Moment noch in einer Entwicklung ist. MSI plant da erstmal ein Board, nämlich genau dieses, zu produzieren und halt auch dieses eine Gehäuse. Und dann möchte man gucken, wie gut es am Markt ankommt und hofft dann natürlich auch, dass sich das vielleicht als Standard etablieren kann. Mir würde es auf jeden Fall gefallen, weil viel Verkabelung fällt dann einfach weg. Das macht wirklich Sinn. Jetzt zeigen wir euch die aktuellen Boards, die MSI zu bieten hat. Ja, wenn ihr das Video zum Lux-Kompensator seht, was ich gerade vor der Compotex gemacht habe und was ich bald auch veröffentlichen werde, dann werdet ihr so ein Display schon wieder erkennen. Das gehört nämlich zum aktuellen Z97 Godlike. Das ist auch hier drin verbaut. Und das Gehäuse ist nämlich schick. Das ist das MEG Prospect 700R. Neues High-End-Gehäuse, wie ich finde, sehr, sehr schick aufgebaut. Vorne auch mit einem Touch-Display drin. Und das macht das Ganze natürlich ziemlich unique. Ansonsten wirklich coole Features. Darum soll es mir hier aber nicht gehen, sondern um die neue Max-Serie, die es im Z97-Bereich von MSI gibt. Hier sieht man drei Boards schon. Vielleicht kommen auch noch mehr dazu. Zum einen das MEG Z97 Ace Max. Das ist sozusagen das High-End-Board. Die Ace-Serie ist ja immer das, was man sich leisten kann. Das Godlike kann sich ja keiner leisten, aber das Ace ist sozusagen die High-End-Serie, die dann alles dabei hat. Großes Key-Feature ist Wi-Fi 6E. Das ist sozusagen die große Erweiterung in dem Bereich. Und dann gibt es noch zwei weitere Boards. Die sind ein bisschen kleiner. Ich drehe mich mal kurz um. Das Edge und das Carbon, also die kleineren Serien, die gibt es auch neu mit dieser Max-Version. Und ja, die kommen bald auch in den Handel. Wir werden uns natürlich die Boards im Test auch anschauen. Natürlich gibt es auch noch eine PCI Express 5.0 SSD von MSI und da gehen wir jetzt mal rüber. Ja, PCI Express SSD ist ja eins der Top-Themen hier auf der Compotex dieses Jahr. Und hier haben wir die Lösung von MSI, das ist die Spatium M570 Pro Frozer. Und ja, wie ihr seht hier schon 22.000 Megabyte pro Sekunde im Read, 23.000 Megabyte pro Sekunde im Write. Das kann auch bei PCI Express 5.0 nicht so sein und deshalb erklärt sich das hier auf dem Sockel. Das ist ein Adapter mit zwei SSDs. Und ja, das Schöne ist aber, die Performance riesig, das ist natürlich klar. Aber diese SSD ist tatsächlich passiv gekühlt. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen SSDs, die wir hier auf der Compotex gesehen haben. Da ist meistens so ein Mini-Lüfter drauf und der kann noch so gut sein. Der ist natürlich eine Geräuschkulisse. Hier ist die Lösung tatsächlich passiv gemacht, dafür aber auch riesig hoch. Das heißt, ihr müsst gucken, ob das tatsächlich auf euer Board drauf passt und ob da genügend Platz nach oben ist. Wenn das da ist, sollte das hervorragend funktionieren und ihr habt keine Geräuschkulisse. Wir testen das natürlich, ob das dann zu den Throtteln kommt, aber die Performance ist hier natürlich schon brachial. Das war es soweit zu den Komponenten. Zu Monitoren und zu den Systemen haben wir euch auch noch ein Video gemacht und klickt da bitte auch noch mal rein. Schönen Abend!